ESP-Session im Turm. Wir sind zu dritt. Da ist der Timo, Sabrina und Sani. Ich habe diesmal dieses neue Gerät dabei. Du hast also diesmal die Möglichkeit, dich direkt bemerkbar zu machen. Als wir das letzte Mal in diesem Turm waren, bekam ich einen Schlag auf die Kamera. Ist derjenige, der geschlagen hat, wieder hier? Kannst du das erneut tun? Hi, mein Name ist Angelika. Hi, mein Name ist Nicole. Hi, mein Name ist Alexander. Und ich bin von der Gruppe Ghost Hunter Germany. Also, wie ich überhaupt angefangen habe, das kann ich nicht mehr so genau sagen. Interessiere mich schon unheimlich lange für Geister und Paranormales und so weiter. Ich habe mit 11 Jahren ein Lexikon der Parapsychologie geschenkt bekommen und das muss also irgendwann vorher angefangen haben. Das war damals, ich glaube, ich war 12 Jahre alt gewesen. Da hatte ich meine erste Erfahrung gemacht mit dem für mich Paranormalen. Da hatte ich eine außerkörperliche Erfahrung. Ich habe beim Schlafen, kurz bevor ich eingeschlafen bin, ein Kerzenlicht flackern sehen. Ich habe eine Schlafparalyse bekommen. Ich meine, ich war wach gewesen, aber ich konnte mich nicht bewegen. Und ich bin dann eher so der Skeptiker, der das wirklich alles hinterfragt, der versucht, mit Technik dementsprechend das nachzuvollziehen. Jetzt alle zusammen, besprechen jetzt die Location und jetzt wird im Prinzip besprochen, wo wir Equipment aufbauen. Das machen wir normalerweise mit diesen digitalen Voice-Recordern. Das Problem an diesen Voice-Recordern ist, dass man, was auch immer man fragt und man erhält eventuell eine Antwort, wird man erst später zu Hause hören. Den kann man im Prinzip aktivieren und dann müsste es über eine bestimmte Zeit einfach die Temperatur und die Luftfeuchte. Deswegen habe ich heute dieses neue Gerät mitgebracht, ein EVP-Listener, der dieses Aufgenommene gleich hörbar macht. Also, ESP sind ja elektronisches Stimmenphänomen. Wir benutzen Dinge aus dem alltäglichen Leben für unseren Ghost-Hunting-Kram. Ist eigentlich gar nicht dafür geschaffen, aber es bietet sich sehr wohl an. Ich drücke auf Record, also nehme das Ganze dann einfach auf und laufe da durch den Raum. Wir nennen das auch eine aktive ESP, also aktive elektronische Stimmphänomen. Das heißt, wir setzen uns in den Raum rein und ja, fragen irgendwelche Fragen. Also hier sind wir sind wieder in diesem Haus. Das Diktiergerät liegt immer noch unten im Keller und wir sind oben auf dem Dachboden. Und wie wir uns später die Aufnahmen angehört haben, dann hört man dann eine Frau, die singt. Da habe ich eine Erfahrung gemacht. Das war so für mich das Größte in dem Moment. Meine erste paranormale Untersuchung. Wir haben wir waren in dem Haus, da haben wir im Keller auch ein Diktiergerät abgelegt, sind aus dem Haus raus, die ganze Gruppe haben es noch hinterher gebrüllt, dass es auch auf dem Diktiergerät zu hören ist, dass jetzt keiner mehr in diesem Haus ist. Es gab nur einen Zugang, an diesem Zugang waren wir alle. Und später bei der Analyse haben wir so 2 Minuten, nachdem alle weg waren, sehr deutlich in der unmittelbaren Nähe dieses Diktiergeräts 2 bis 3 Schritte gehört. Das war so mein erstes Erlebnis, wo ich total begeistert war. Wo ich auch so, ich wollte am liebsten sofort nochmal hin und weitermachen.
ein Urinstinkt eines jeden Menschen ist Angst im Dunkeln, weil wir unsere Sinne nutzen den ganzen Tag. Und wenn wir auf einmal ausgesetzt sind in der absoluten Dunkelheit und kein Licht haben, dann, ja, logisch, dann kommt auch einmal die Angst. Die Angst rührt daher, weil wir ja nicht wissen, was passiert, wenn wir losrennen müssen. Ist da ein Baum, ist da eine Wand? Wir sehen es nicht und dann bekommen wir Angst. Das Größte wäre natürlich, wenn denn wirklich vor mir, puff, ich bin ein Geist. Und ich kann im Prinzip mich mit einem Geist nicht wirklich unterhalten, aber ich kann im Prinzip wirklich paranormale Phänomene aufzeichnen und kann wirklich sagen von wegen, hallo, da ist ein Beweis. Bist du vielleicht hier? Tja, sitzen wir hier doof in diesem Raum und keiner kommt. Ist irgendjemand mit uns in diesem Turm? Kannst du uns ein Zeichen geben, deine Anwesenheit? Ein Klopfen, ein Geräusch? Einerseits hat man es in Deutschland schwerer, weil diese allgemeine Meinung, die Deutschen sind praktisch, rational, das wird immer gerne abgestritten. Sowas gibt es nicht, das ist Blödsinn und so weiter, man hat schon einen schweren Stand. Andererseits ist es auch witzigerweise so, dass die Leute, die offiziell sagen, oh, kann gar nicht sein, das ist ja Blödsinn, immer dann so später im Geheimen mal zu einem kommen und sagen, ja, pass mal auf, mir ist mal das und das passiert, weißt du, was da war? Viele der Deutschen, die ich kenne, die glauben das, was sie sehen. Und alles, was sie nicht sehen, glauben sie nicht. Obwohl, da kommt auch schon wieder die Frage, ja, wie sieht es denn aus mit Gott? Wie kann man denn an Gott glauben, ja, wenn man ihn eigentlich noch nie gesehen hat? Im Prinzip stelle ich mir auch manchmal, ich glaube nicht an Gott oder so, aber ich will auch nicht so vermessen sein zu sagen, ich glaube generell an gar nichts oder dass da überhaupt nichts ist zwischen Himmel und Erde. Irgendwas muss da sein, nur was es ist, ich habe keine Antwort. Das ist halt das große Geheimnis. Ich weiß, ich sage immer, ich möchte Antworten finden, aber ich kann dir nicht sagen, in welcher Art und Weise diese Antwort sein soll. Es müsste ein wirklich deutliches Zeichen sein. Es müsste wirklich was sein, wo ich sagen kann, da kann ich nicht drüber hinweg. Warum glaubt man eigentlich an Geister? Was mir so dazu eingefallen ist, ist im Prinzip, dass ich denke, dass man einfach wirklich Angst davor hat, grundsätzlich Angst davor hat, dass wenn man stirbt, dass eben alles vorbei ist. Ich glaube, viele Leute blenden das auch einfach aus, weil das eine absolut erschreckende Vorstellung ist, für mich halt auch, ja. Und dann ist natürlich klar die Frage, ja, ist jetzt alles einfach wirklich damit vorbei oder ist es dann doch irgendwas, eine Energie, die Seele, der Geist, was auch immer, was da noch überlebt? Oder was danach irgendwie noch weiter existiert, das ist schon die Frage, ja.